Außerdem werden ja Lieder wie Männer mit dem Alter immer besser. Linda, was hast du jetzt tief geschnauft, nur weil ich gesagt habe, die Männer wieder weinen werden? Nein, nein, ich weiß schon, wie das gemeint ist. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen jetzt ein Märchen singen, eine Geschichte frei erfunden. Und trotzdem glaube ich, dass es genauso unzählige Male im wirklichen Leben passiert. Goldene Berge. Sie vor ihrem kleinen Haus. Sie war schön, doch ich sag gleich, sie hat die Weit. Komm mit mir, so sagte ich zu ihr. Du bist jung und niemand hält dich hier. Ich weiß, wo die Sonne bald wieder scheint. Dir was bringt. Doch dann kam ein fremder reicher Mann, der ihr jeden Wunsch erfüllen kann, und er nahm sie mit sich fort in seine Welt. Ja, ich sehe es förmlich in den Gesichtern meiner Kollegen. Die beten jetzt, dass als nächster ein langsamer Walzer kommt, damit sie nicht noch einmal mitklatschen müssen. 3,5 Minuten. Haben Sie das gesehen? Die ganze. Also jetzt wisst ihr erst zu schätzen, was unser Publikum leistet, wenn sie bei uns vor der Bühne sitzen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Sie dürfen zu Hause übrigens auch klatschen und tanzen. Bei Ihnen ist ja der Abstand nicht so wichtig wie bei uns. Zu Hause sind Sie ja dann praktisch in einem Haushalt. Da können Sie schon busseln.